Ich glaube, ich habe es schlimmer gemacht. Es ist vor allem die Politikverdrossenheit, die eine echte Revolution verhindert. Ich meine, was zur Hölle sollen wir machen? Einen Scheiß können wir machen. Ja, betrunken wird man immer hochphilosophisch. Was jetzt? Da ist sie wieder, diese Leere. Und das realisiert sie. Sie stellt sich vor, dass sie in einem Meer ist. Dass sie davon umringt ist und nicht weg kann. Scheiße. Oh Gott. Und eigentlich ist nicht die Lösung, noch mehr zu trinken. Denn dann kann das passieren, was jetzt wahrscheinlich passiert. Nicht gut. Oh nein. Was mache ich? Also so richtig steuern kann ich sie nicht. Also sie muss hier wirklich so ein bisschen durchhampeln. Aber sie fantasiert auf jeden Fall dabei. Oh Gott. Oh nein. Wo immer du dich gerade durchbewegst. Und au. Das möchte ich nicht. Flieg weiter. Flieg bitte weiter. Ich muss nach unten. Oh nein. Und hier sehen wir, was in ihrem Kopf losgeht. Die Einsamkeit, die Übelkeit. Zu viel Alkohol, Leute, die über einen reden. Und wir fallen. Gefällt uns das? Du tust ein klein wenig dramatisch. Kümmere dich um deinen Scheiß. Und wir haben leider gebrochen. Hast du etwa noch nie jemanden kotzen sehen? Nein, alles gut. Du verlangst dauernd, dass ich jemand bin, der ich nicht bin. Ich finde, wir sollten einfach wieder reingehen. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns zu Hause. Ja. Ja, das ist eigentlich der bessere Weg, dass wir nach Hause gegangen sind. Jetzt laden wir das Handy und ich hoffe, wir haben keinen großen Schaden angerichtet. Intermezzo unter den Lebenden. Der Sommer klebt an meinen Tagen. Aber immerhin sind wir draußen. Ich weiß es jetzt aber nicht, ob gezwungenerweise. Eine schmierige Soße der Trauer. Trauersoße. Haha. Sie klebt an meinem Bauch. Obwohl ich meinen Appetit verloren habe. Ich wäre am liebsten tot. Oder einfach jemand anderes. Ja, sie ist halt alleine. Komplett isoliert und lässt sich auch aus ihrer Blase nicht rausholen. Ich verirre mich immer wieder. Kapitel 2. Wir zwei.
Wir liegen wieder auf unserer Matratze in unserer leeren Wohnung. Nehmen uns ein paar Essensreste. Bist du noch da? Natürlich ist er noch da. Ich bin hier. Okay. Ich gehe nicht weg. Ihr macht einfach alles Angst. Du musst keine Angst haben. Sagt wer? Ich gebe mir echt Mühe. Ich müsste da draußen sein. Ich hätte Lust auf ein riesiges Eis. Wie lautet der Plan für heute? Weltfrieden und braun werden. Echt? Nee. Oh, und wir fangen wieder an, uns zu isolieren. Wir rauchen wieder. Sehen, wie der Rauch unsere Lungenflügel durchströmt. Schauen wir das Fernsehprogramm, was uns deprimiert. Dann wieder das Wetter, es bleibt heiß. Also bleibt die Situation für uns unverändert und bestehen. Hier sehen wir wieder die lustigen Viren. Und eine Diskussion über, was ist das, ein Asteroid, der irgendwo eingeschlagen ist. Es läuft wieder nur Schrott. Bleibt nur wieder soziale Netzwerke abklappern. Splinter. Oh, das ist Tinder. Andreas 27 mit einem echt fetten Labrador. Ja, aber so. Er sieht ja sympathisch aus. Und Hundefreunde sind eigentlich immer sympathisch. Komm. Sune 24. Ich glaube, der ist nicht gerade das, was wir brauchen. Frederik 29, der Womanizer. Wahrscheinlich auch nicht der Typ, der versteht, was in uns vorgeht. Sigmund 25. Der Chiller. Ja, so eine Halb-Halb-Geschichte. Nehmen wir einfach mal. Trevor 32. Ja, ich glaube, von Partys haben wir erstmal momentan genug. Lasse 27. Leichten kosmetischen Fehler, aber hat ja nichts zu bedeuten, kann ja trotzdem netter Kerl sein. Tor 33, der sieht unternehmungslustig aus. Nehmen wir auch mal. Martin 30. Sieht aus, als ob der gerne Sport macht. Jonathan 28. Was macht er da genau? Ist er mit dem Rad unterwegs, aber der hält nichts fest. Egal. Neue Nachricht von Simon. Aber lass doch mal ein bisschen swipen. David, ja okay, der verschwimmt so langsam. Uns interessiert, glaube ich, das Optische gar nicht mehr. René 28. Thomas 35. Was eine Maschine. Leo, das sieht creepy aus. Lukas, der Fitnessfreak. Warum nicht? Der hat das Perlweiß-Lächeln. Was macht er? Bastelt er? Ist er? Keine Ahnung. Dich hatten wir doch schon. Wiederholt ihr euch jetzt? Ja. Okay, dann lesen wir mal die neue Nachricht von Simon. Hey, du siehst super aus. Schön heiß, oder? Danke, Simon. Und ebenso. Mir ist es ein bisschen zu heiß. Also bleibe ich drin. Haha. Geht's dir gut? Voll. Ich habe ein neues Auto. Also cruise ich einfach, schwimme und chille. Wow, ein neues Auto.
Ist ja cool. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich bin ewig nicht gefahren. Ich bin total unsicher. Warum hast du ein Auto gekauft? Hey, Autofahren ist total ungefährlich. Das Auto ist nur zum Angeben. Bling bling, haha. Willst du mal eine Runde mit mir drehen? Das ist schon sehr, sehr, sehr billig. Nee, das sage ich nicht direkt ja. Eigentlich mache ich sowas nicht. Einfach bei Fremden ins Auto steigen. Aber du scheinst okay zu sein. Oh nein, warum tust du das? Chill mal, haha. Hey, ich habe eine Idee. Sommer, Sonne, Ferienzeit. Soll ich dich einfach nachher abholen? Oh Gott, mach das nicht. Normalerweise mache ich sowas nicht, ja. Die, die sagen, normalerweise mache ich sowas nicht, das sind meistens die, die es machen. Und zwar am schlimmsten. Aber okay, ich habe sowieso nichts vor. Super, bis später. Und keine Sorge, ich bin ein guter Fahrer. Yay. Summer loving happens so fast. Ist das zu glauben? Du hast ein Date. Hoffentlich mag er mich. Vielleicht wird es die wahre Liebe. Und mich küsst jemand zwischen den Schulterblättern. Vielleicht sieht er mich so, wie ich wirklich bin. Das ist der Wahnsinn. Ein Date. Scheiße. Was ziehst du an? Oh. So. Ja, haben wir einmal ein Pfadfinder-Outfit, würde ich fast sagen. Kurze Cargo-Hose, T-Shirt. Was ist das, ein Rucksack? Ein Sommerkleid und die Wintermontur. Ja. Komm. Egal, was du sagst oder wie kaputt du bist, ich mag dich echt, so wie du bist. So wie ich bin? Ja, so wie du bist. Achso, wir müssen alle anprobieren. Okay. Du bist sowas von cool. Eigentlich habe ich Höhenangst. Aber mit dir kann ich alles schaffen. Okay. Und lass mich raten, das wird's. Oh. Welche himmlische Freude, nach Paris zu übersiedeln und Künstler zu werden. Assez vu, la vision c'est rencontrer à tous les airs. Ich habe Französisch in der 7. Klasse abgewählt. Ich konnte mit der Sprache nichts anfangen. Also wenn es falsch war, hasst mich nicht. Aber ich kann schlechten französischen Akzent nachmachen. Zu krass. Jetzt? Ich bleibe lieber bei den Basics. Hübsch. Scheiße, 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 scheiße. Wir sind noch nicht fertig und es klingelt schon. Hey, ja, ha, ich bin gleich unten, ha. Kommt er hoch? Seid mir gegrüßt, holde Maid. Steht euch der Sinn nach einer kleinen Landpartie durch Dänemarks malerische Sommerlandschaft? Haha, oh, es wäre mir ein wahres Vergnügen, edler Herr. So steigt denn ein, wenn ich bitten darf. Oh, es ist gruselig. Funktioniert der? Ich habe total Angst, dass ich durch die Windschutzscheibe fliege.
Werden wir sehen. Nee, der funktioniert. Keine Angst. Ist das heiß. Scheiße. Können wir die Klimaanlage anmachen? Die ist an. Wohin fahren wir? Wegen sicherer Fahrer. Muss ich das durchziehen? Anscheinend. Wirst du schon sehen. Oh. Also haarige Herzen muss ich einsammeln. Normalerweise mache ich nie sowas Impulsives. Impulsive Abenteuer ist mein zweiter Vorname. Oh Mann, war das schlecht. Haha. Ah. Ich habe neulich einen TED-Talk über psychologische Probleme in der modernen Gesellschaft gesehen. Dass wir alle viel zu selbstsüchtig geworden sind. Sehr interessant. Ja, aber ist es nicht auch wichtig, dass wir uns alle als menschliche Wesen selbst ernst nehmen? Okay. Na, immerhin ist das Auto überaus robust. Ich weiß nicht, ob er Humvee fährt. Also wenn es drauf ankommt, rammen wir sie alle weg. Glaubst du, dass es im Sommer in Zukunft immer so heiß ist? Ich wollte schon immer gern irgendwo in einem heißen Klima leben. Von daher fühle ich mich gerade wie ein Fisch im Wasser. Haha. Okay, was bist du? Und du? Ist das moderne Kunst? A Dying Earth. Hier scheint eine Ausstellung zu sein. Scheiße, ich liebe Kunst. Ich auch, total. Sehr modern, oder? Oh Gott. Ist das der McDonald's-Clown? Ronald McDonald? Ich war mal in Dubai in einer Ausstellung auf dem Dach eines Wolkenkratzers. Das war richtig krass. Kunst hat einfach eine Wirkung auf einen. Ich nenne es die grinsende Kartoffel. Die grinsende, explodierende Kartoffel. Der Bruch des Kapitalismus. Ob das wohl eine Anspielung auf den Bruch des Kapitalismus während einer Pandemie ist? Ich würde sagen, es spielt auf den Klimawandel an. Auf einer Metaebene meine ich. Der Sommer hört einfach nicht auf. Ehrlich gesagt fühle ich mich ein bisschen verloren. Mach dir nicht so einen Stress, nur Geduld. Wann hast du das letzte Mal eine Münze in einen Wunschbrunnen geworfen? Interessante Frage. Hm. Jeder träumt doch von was. Das sind jetzt aber keine echten Menschen, oder? Okay. Ich lebe eher so von Tag zu Tag, weißt du? Mir hilft es, wenn ich versuche, nach vorn zu blicken, das große Ganze im Kopf zu behalten.
Wir reihen uns dort nahtlos ein. Gehen wir weiter. Yep, cool. Ich glaube, die machen bald zu. Erdufri. Prof. Nu? Nü? Sowas liebe ich. Oh Gott. Du bist ein freier Mensch. Und ich glaube, wir wollen das nicht. Okay, du bist dran. Ja, ich bin bereit. Okay. Und raus. Das war nicht ganz so stark. Du bist Fehler. Gar nicht gut. Das ist nicht gut für unser eh schon angeknackstes Selbstbewusstsein. Und ich glaube... Okay, wir gehen noch in die Ausstellung A Dying Earth. Scheiße, der Erdkern stirbt. Man kann wohl echt nicht rechtfertigen, dass unsere Generation noch Kinder kriegt. Panische Angst muss weg. Ja, das ist gar nicht gut. Das hilft uns nicht mit unserer Angststörung. Ich habe panische Angst, dass alles so endet. Die Erde ist immer noch hier, weißt du? Ja, aber er versteht nicht, was in uns vorgeht. Ich bin so froh, dass ich jemanden wie dich getroffen habe. Okay, danke. Ich kann sicher viel von dir lernen. Über das Leben und die Liebe und alles. Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand anders alle Antworten gibt.